Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei The Conspiracy in Shadow 2, das Black Mesa-Vermächtnis. Okay, Leute, wo fange ich an? Diesen Mod spiele ich jetzt mal nicht blind. Den kenne ich jetzt bereits, ich habe ihn einmal schon durchgespielt. Ich habe schon versucht, blind aufzunehmen, aber dabei bin ich auf so viele Probleme gestoßen. Und ich brauchte so oft die Lösung. Und ich habe mich mehr oder weniger nur durch den Mod durchgequicksaved. Also immer nur gestorben, neuladen, gestorben, neuladen, gestorben, neuladen und dann immer ein bisschen weiterkommen. Und das finde ich nicht besonders schön zum Zuschauen. Es ist natürlich ziemlich ehrlich zu sehen dann, was man für Probleme hat, wenn man zum ersten Mal diesen Mod spielt, denn er ist nicht leicht. Man könnte sogar sagen, er ist sehr herausfordernd. Aber manchmal ist er auch sehr unfair und deswegen habe ich ihn erstmal durchspielen müssen, um herauszufinden, wo die ganzen schwierigen Stellen sind. Jetzt hört die Musik auf. Aha. Wo man aufpassen muss, ja. Man kann nicht einfach nur blindlings in diesen Mod reingehen und erwarten, dass man da irgendwie halbwegs durchkommt. Man muss ihn tatsächlich kennen. Der Modder, Dark Realm ist sein Name. Kommt aus Österreich, habe ich gelesen in der Readme. Falls du das mal zusiehst, dieses Video, sei dir versichert, dein Mod ist nicht schlecht. Ich finde ihn gut. Er hat zwar einige harte Kanten und manchmal habe ich mir die Haare ausgerissen, fast schon vor Wut, ja, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum so Situationen sind, wie sie sind. Und manche Designentscheidungen, ja, die würde ich eben anders treffen, aber das soll alles dem Ganzen keinen Abbruch tun, dass ich den Mod gar nicht mal so schlecht finde. Er sieht ganz gut aus, ja, es sind ganz richtig coole Levels, ganz coole Texturen. Die Waffenskins sind halt, wie du ja auch schon geschrieben hast, teilweise auch von anderen Leuten, die jetzt, weiß ich nicht, wie, also, du, sie stehen ja dann in den Credits, aber sie sind halt nicht von Dark Realm und, ja, aber sie sehen ganz gut aus, ja, also manche von den Skins, gerade die Pistolen-Skins, finde ich ziemlich cool, die Sounds sind auch ganz nice, also, jetzt, man mag von den Praktiken halten, was man will, ob das jetzt gut ist, dass man da die Arbeit von anderen Leuten benutzt. Das ist mir eigentlich im Moment gerade relativ egal. Ich schaue mir den Mod eigentlich relativ neutral an, wie er mir Spaß macht. Und ja, er ist halt sehr an manchen Punkten echt streitbar. Aber ich möchte ihn trotzdem präsentieren. Es ist übrigens kein... Also glaube ich zumindest, es ist kein reiner Half-Life-Mod, sondern es ist ein Half-Life-Opposing-Force-Mod, weil es mehr Waffenkategorien gibt und weil man Soldaten spielt, zumindest glaube ich das. Man sieht manchmal den eigenen Charakter auch aus der Ansicht der dritten Person. Also da hat man dann nicht unbedingt so eine typische Soldatenuniform an, aber später hat man dann auch mit Soldaten zu tun. Man muss die durch die Gegend kommandieren, wie in Opposing-Force auch. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt einfach an. Das Bootcamp spiele ich nicht. Das ist im Prinzip nur der Opposing Force Training Course mit einer kleinen, aber wichtigen Neuerung. Und zwar klettert man die Seile anders hoch und das wird dann im Spiel später auch wichtig. Aber das sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Wir spielen ein neues Spiel und wir spielen dieses Mal nicht auf Medium, weil mir Medium zu schwer ist. Ganz einfach. Ja, es ist mir einfach zu nervig gewesen, deswegen habe ich auf Easy. The Conspiracy in Shadow 2, The Base. Ich weiß relativ wenig über die Story. Eigentlich gar nichts. Das wird alles im Spiel erzählt, aber es ist auch nicht immer so klar und deutlich, was das jetzt alles ist. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, wer mein Charakter ist. Ich weiß es einfach nicht. Er sieht so ein bisschen aus wie Gordon, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Gordon sein soll.
Wir werden jetzt hier einfach mal hinteleportiert, so ein bisschen wie à la Terminator. Und dann geht's schon los. Minutes later, Codename Dark Realm sent. New file received. First order, find a way into the base. 10 minutes left. Okay, wir müssen in die Basis rein, haben 10 Minuten Zeit, wobei ich nicht gar nicht mal so sicher bin, ob diese 10 Minuten überhaupt wirklich laufen. Incoming file transfer. File received new order. To drive into base, capture the car at east. Before you capture the car, kill the witness. Aha. Also ich habe keine Ahnung, wer ich bin und warum ich da rein muss und was da alles ist. Wieso? Anscheinend hat der Modder auch seine eigenen Voice Lines aufgenommen und ins Spiel integriert. Das war, glaube ich, gerade von ihm. Und man hört es auch später noch an anderen Stellen. So leicht österreichisches Englisch. Aber das macht es eigentlich doch sehr viel persönlicher. Ja. Okay, hier komme ich nicht durch. Und ich muss zurück. Wo auch immer ich das Messer jetzt her habe. Normalerweise kommt jetzt hier noch eine Zwischensequenz, aber die kam jetzt nicht. Und wenn ich mir das Ganze überlege, ist es auch gar nicht wichtig, weil die später überhaupt keine Rolle mehr spielt. Da wird ein Wissenschaftler hinteleportiert. Und dann ist er plötzlich weg. Aber es passiert überhaupt nichts. So, sind wir hier drin. Und ja. Können wir mit dem reden? Nee, können wir nicht. Wir können wahrscheinlich auch die Schranke nicht öffnen. Da oben in dem Aussichtsturm ist eine Waffe drin. Eine festmontierte. Die können wir benutzen, aber die macht überhaupt gar keinen wirklichen Sinn. Ja, du sollst eine Waffe in der Hand haben, hast aber keine in der Hand. Okay. Ja, leider muss ich dich jetzt töten, weil die Stimme in meinem Kopf mir das gesagt hat. Den muss ich übrigens nicht lenken, der lenkt sich von selbst. Und jetzt macht der Soldat uns die Schranke auf. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Kommentar, dass ich zu spät bin und looks you're running late. Ja, okay, dann weiter geht's. Aber er kennt mich ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja auch gar nicht Gordon. Und ich bin ja irgendein Eindringling. So. Erstmal die Schutzweste. Das hat es ein bisschen schwer zu erkennen. Die obere linke Zahl ist Lebenspunkte und die untere kleine rechte Zahl ist die Rüstung. Die Kisten kann ich alle nicht zerstören und hier muss ich jetzt irgendwie am Sicherungskasten rumfummeln, um da reinzukommen in den Komplex. Geschafft. Und wir sind drin. Das hier finde ich zum Beispiel einen ziemlich coolen Schalter. Ja, guten Tag. Hallo, Kletus. Ja. Aha. Ein spiegelverkehrtes Half-Life-Symbol. Lambda. Ja, okay. Guten Tag, ja. Er sagt sogar, dass ich ein Soldat bin, alles klar. Mit ihm kann ich nicht reden. The Laboratory Sector A. Good morning and welcome in the facility. Test labs and control facilities. Due to the high toxicity Area 51, of Nevada, New Mexico. Subject Mark Davis, male, age 32. Training Global Defense Corps, Special Forces. Also ich spiele nicht Gordon. Orders, overhear the conference. Commanding Officer General Dwight T. Hobson. Mission, stop the secret project. Ja, was ist das Secret Project?
Status: You have infiltrated the military base, Area 51, to stop the secret project. Be careful, you haven't all keys to go everywhere. 8 minutes left. Okay. Ja, das sagt mir jetzt ein bisschen mehr über die Story. Also ich, mein Name ist Mark Davis und nicht Gordon Freeman und ich muss irgendein geheimes Projekt stoppen. Die ganzen Stories, die werden, also alle Story-Elemente oder fast alle Story-Elemente werden über diese Einblendungen erzählt. Und die kommen nicht nochmal. Man kann die nicht nochmal nachlesen. Und darüber werden auch Missionsziele her mitgeteilt. Und wenn man die sich nicht merkt, dann ist das ein bisschen schwierig. So. Da ist der G-Man und irgendein Soldat. Und die haben diese Konferenz, die ich später oder jetzt gleich irgendwann mal überhören muss, wo ich mal reinlauschen muss. Das hier sind irgendwelche Bots. Ich weiß nicht, an was die mich erinnern. Die erinnern mich an irgendwelche Feinde, also irgendwelche Gegnertypen aus einem anderen Spiel. So. Into my office. I know, sir, I know. We're doing everything we can to get the problem under control. Just give us some time. Time? I don't have any more time. If I'm not able to get my report to the administrator in the next hour, then my job will be in serious jeopardy, and I'll make sure that mine is not the only one. Sorry about that. We've been having problems all over the facility this morning. System crashes, security malfunctions. It's a wonder this whole place hasn't shut down yet. Well, it's about time. We don't pay you people to mosey around at your own convenience. Make this thing work so we can get on with this miserable day. Da hat jemand schlechte Laune. Ja, das ist ein anderer, naja, Kritikpunkt ein bisschen von meiner Seite aus an diesem Mod, dass sehr viele Voice Lines aus den Half-Life-Spielen wiederverwendet werden. Also das hier war eindeutig eine Line, ein Gespräch aus Half-Life Blue Shift. Und das passt in dem Moment hier ganz gut, okay. Aber man, wer die Half-Life-Spiele kennt, erkennt natürlich sofort diese Voice-Lines. Und das passiert halt öfter. Und manchmal auch an Situationen, wo ich der Meinung bin, da passen sie gar nicht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Okay, jetzt haben wir hier Security Control und müssen irgendwie in diese Kamera rein. Jetzt bin ich mir gar nicht mal so sicher, wie das gehen soll, weil wenn wir hier drauf drücken, das ist die andere Kamera an dem Aufzug, zu dem wir gleich müssen später. Und da haben wir jetzt gerade irgendwie die... Haben wir einfach nur die Turrets aktiviert, aber da passiert nichts weiter. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein und holen uns unsere Ausrüstung. Hier sieht man das jetzt nicht so gut, aber wenn ich hier gleich drauf drücke, sieht man, dass es weg ist. Das ist ein Kraftfeld und das tut weh, wenn man dagegen kommt. So, jetzt ist es weg. Und ich habe meine ersten Waffen. Ja, habt ihr gemerkt? Plötzlich ist es zu und ich muss es wieder aufmachen. Es ist auch schon sehr, sehr komisch, warum das in dem Moment plötzlich zugeht, wo wir wieder durch wollen und ich mir dann wehtue dabei. Finde ich nicht besonders nett. Ja, erstmal lade ich meinen Anzug wieder auf. Und zwar hier. Also diese Textur und die finde ich schon ganz nice. Das gefällt mir. So, und jetzt müssen wir hier durch. Und ja, immer da, wo diese Hazardous Materials Logo hier, wenn das Logo auf dem Boden ist, dann sind meistens irgendwelche ja, jetzt haben wir verloren. Ja. Ich habe zu lange rumgelabert. Was ist passiert? Ich habe den Alarm ausgelöst und dann haben sofort die Bots plötzlich die Leute angegriffen. Warum auch immer. Ja, warum wird Alarm ausgelöst und dann töten die Bots die eigenen Mitarbeiter? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
Warum sollten die das machen? Ich bin ja der Eindringling und nicht die Wissenschaftler. Denn sobald ein Unschuldiger getötet wird, hat man verloren. Sofort. Instant. So, und damit ich mir nicht wieder wehtue. Ja, komm schon. Alter. Wann wird dieser endlich? So. So. Das muss man alles durch Trial and Error rausfinden. Ja? So, jetzt geht nämlich dieser blöde Schalter. Das muss man rausfinden. Warum geht's jetzt nicht? Ihr merkt schon, ich bin schon wieder genervt, weil die Logik irgendwie, die Regeln sich ständig ändern. Man nicht irgendwie weiß, warum jetzt dieses und jenes und solches passiert. Wenn man Komplexität ins Spiel anbaut, dann muss die auch ordentlich getestet werden. We don't pay you people to mosey around at your own convenience. Make this thing work so we can get on with this miserable day. Okay, jetzt haben die ihren blöden Dialog fertig. Ja, wahrscheinlich muss ich wieder neu laden, weil ich irgendwie das Spiel wieder irgendwie kaputt gemacht habe. Ja? Es geht nicht weiter und es sollte weitergehen. Deswegen bleibt jetzt auch ganz deutlich und eindeutig dieser Teil in meinem Video drin, damit man sieht, dass ich nicht einfach nur Mist baue. Ja, dann mache ich es so, wie ich sonst es auch immer gemacht habe. Drücke die dummen Schalter und dann gehe ich jetzt ins Lager, hol mir meine Sachen. Zur Verteidigung muss man definitiv sagen, der Mod ist schon alt. Ja? Also der Mod ist von 2005. Und er heißt ja The Conspiracy in Shadow 2. Es gibt kein The Conspiracy in Shadow 1. Zumindest stand das auf der Profilpage auf mod.db in den Kommentaren. Da hat nämlich der Creator gesagt, dass der irgendwann mal verloren gegangen ist, der Source Code. So, ihr redet jetzt nicht mehr, ist klar. Das gibt immer noch nicht, aber von mir aus. Und er kann auch keine verbesserte Version von diesem Mod mehr zur Verfügung stellen, weil laut seiner Aussage auch hierzu die Source Files nicht mehr da sind. So, und jetzt? Jetzt immer noch nicht. Warum? Was mache ich falsch? Das ist jetzt gleich die... Das ist die Kamera von... Ja, okay, da muss ich gleich durch diesen Raum. Ja, I know. Jetzt. Okay. Ja, gerade eben hätte ich eigentlich dieses Bild von G-Man wieder sehen sollen. Dieses Gespräch kennt auch jeder, der Half-Life gespielt hat. So, und jetzt können wir da rein. Take the security gear und weg sind sie und die Tür geht auf. Ja, ich krieg noch eine Waffe und die Security Card.
So, das ist die eine Waffe, die ich sowieso schon habe. Und das ist die andere Waffe, die ich ziemlich cool finde. Hier so eine USP mit Schalldämpfer. Aber das ist nicht alles, was wir jetzt hier an Waffen haben. Nämlich auch die Granaten. Und jetzt speichern wir neu. Und jetzt müssen wir hier die Turrets ausschalten. Die Shotgun ist auch die Waffe, die wir am meisten verwenden werden. Oh, ein ziemlich cooles Model und auch ein nicer Sound. So, wieder speichern, weil jetzt kommen wir wieder an eine Stelle, die nicht ganz ohne ist. Weil, wenn man das nicht weiß, was man hier zu tun hat, stirbt man. So, und jetzt, weil wir keine Identität haben, werden wir gleich abgeknallt, wenn wir hier nicht sofort verschwinden. Komm schon mal auf. So. Hier runter und dann die Turrets abstellen. So. Komm schon mal auf. Speichern. Das ist grundsätzlich wichtig. Viel, viel speichern. Das schreibt der Darkrime sogar in der Readme, dass wir viel speichern müssen. Weil es echt gefährlich ist. The Laboratory. 1:25 left. Ja, da geht's noch nicht durch. Erstmal links entlang. So. Hier rein. Hier haben wir eine neue Waffenkammer. Sehr gut. Okay. Das brauchen wir alles nicht, weil ich das alles schon habe. Okay, jetzt kann ich mir merken, dass ich diese Munition hier habe. Dann benutze ich diese Waffe hier später, vor allem um die Feinde zu töten, die hier gleich kommen werden. Ja, guten Tag. Lässt du mich durch? Okay, der scannt jetzt hier die Kisten. Ja, doch, das ist ganz nett, ne? So kleine Dinge in diesem Mod, die doch wieder doch richtig schön gemacht sind, finde ich. Auch, dass er immer mal wieder die... Auch wenn er die Materialien, die Half-Life zur Verfügung stellt, wiederverwendet. Manchmal ist es gut, manchmal ist es weniger gut. Und das war jetzt schon ganz nett. Hat auch gepasst. So, und er lässt mich nicht dadurch, sondern er lässt mich in die... Maintenance in sein Büro, warum auch immer. Und was ist das hier für ein Bild an der Wand? Was soll das darstellen? Und was ist das? Irgendeine Logitech-Maus? Und guck mal, das ist eine richtig coole Custom-Textur hier von diesem Ordner. Die gefällt mir richtig gut. Auch die Textur hier von der... Von der Munitionspackung für die Shotgun gefällt mir gut. Auch dieses Nummernpad hier gefällt mir gut. So, und jetzt muss ich hier diese Schalter betätigen, die man nicht so schnell erkennt als Schalter. Oh, und da sind wir schon. Ja. Do you know who ate all the donuts? So, er macht jetzt da hinten den Power an. Der Wissenschaftler da hinten, der ist sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Er wird später noch entscheidend sein. Der hat jetzt nämlich gerade dieses Experiment gestartet, da unten. Da hinten hier, da ist ein Aufzug, wo wir runterfahren können und uns das angucken können hier. Aber hier passiert nicht viel. Fahren wir wieder hoch. Und jetzt kommen wir hier rein. Mhm.
ist überall zu. Dr. Guthrie, report to Inspection Laboratory 6 immediately. Macht ihr jetzt irgendwas hier mit dem? So, und jetzt geht's hier weiter. Da sehen wir jetzt mal, wie wir wirklich aussehen. Das sieht nicht wirklich nach Soldatenuniform aus, aber okay. Das ist der Dialog, den Gordon und ein Wissenschaftler haben, als er in den Teleporter nach Zen springen soll. Aber da passiert hier jetzt nichts Gutes. Werden wir gleich sehen. Und da kommen schon die Aliens. Und die Zombies. Du bist schnell weg hier. Man sieht's, das ist nicht gerade toll, wie es mit den... Ah, Gott. Ja, es ist schon wieder ein Grund, eigentlich schon wieder zu schneiden. Ja, weil ich habe wieder mal nicht zwischengespeichert, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich so schnell wieder in so eine Situation komme. Aber ich werde jetzt trotzdem schneiden, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht so viel schneiden will oder muss. Ne? Ich muss hier aber schneiden, weil diese ganze... Geschichte einfach viel zu lange dauert, bis man wieder an dem Punkt ist, dass es weitergeht. Okay, wir sind zurück. Und Cletus bleibt hoffentlich dieses Mal am Leben. Übrigens, eine wichtige Information in diesem Mod. Gibt es sehr oft die Situation, dass Feinde unendlich respawned werden. Ist ja nicht gerade eine meiner Lieblingsdesign-Entscheidungen. Ah, sie laufen durch den Laser durch. Okay. Oh, da hinten setzt diese Tür auf. Und jetzt renne ich da durch und da habe ich plötzlich ein ganz anderes Model als vorhin. Warum auch immer. So. Flow to Main Reactor. Jetzt geht's erstmal in die Kanalisation. Aber warum auch immer, da wo ich jetzt aufwache, warum ich da aufwache, ich habe keine Ahnung, weil ich bin ja gerade eben irgendwo durch irgendeine Tür gelaufen und jetzt wache ich in so einem Büro auf, wo ich anscheinend irgendwie auf dem Boden liege. Habe ich mich da versteckt oder wie komme ich da hin? Jetzt explodiert der Schreibtisch und plötzlich ist er weg. Gerade eben war noch da der Zombie, jetzt ist er weg. Einfach weggebeamt. Required.
ihr seid zum Glück einfacher als auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Da sind diese Zombies ganz schön robust. Ja, und hier gibt es sogar eine neue Waffe. Die AK. Das finde ich cool, dass die in diesem Mod drin ist. So. Gehen wir mal gleich das Fenster durch. Aber erstmal... Ah! Scheiße. Das war nicht geplant. Ah, jetzt hat man schon gesehen, da hinten habe ich durch das Fenster geschossen. Da müssen wir auch gleich durch. Maintenance Access. Ja, diesen Maintenance Access müssen wir erst aktivieren, und zwar indem wir hier durchspringen. Und diesen Schalter betätigen. Und dann kann man hier vielleicht rein. Keine Ahnung, was dieser kaputte Announcer hier sagt. Er sagt irgendwas, aber es bringt nichts. Nu, komm schon, mach auf. Ah, man sieht, das ist der Level jetzt. Der Level ist jetzt hier runtergegangen. Jetzt vielleicht. Ah, okay, es dauert einfach nur einen Moment. Ah, okay. Das ist, glaube ich, die Pistole aus Half-Life 2. Ah, kleinen Mistviecher. Diese winzigen Headcrabs oder was auch immer, die gibt es ja in Half-Life 2 zum Glück nicht mehr. Die ist einfach besser. Die Shotgun ist die wichtigste und beste Waffe in der Mod. Und man hat am meisten Munition davon. Fast immer. Dauert auch immer so lange, bis man durch die Feinde durchlaufen kann, wenn sie gestorben sind. Die sind immer noch ziemlich lange quasi existent am Leben. Immer so große Hitboxen. Okay. Auch dieses Stück Leiche hier. Sieht nett aus. Okay. Oh, hier ist offen. Flow from Coolant Tank Ox, ja. Ah, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Das ist eine schwierige Stelle. Weil ich hier zum ersten Mal diese mobilen Turrets hier treffen. Und die sind ziemlich böse. Machen sehr viel Schaden. Viel mehr als im normalen Spiel. Und jetzt könnt ihr hier sehen, dieses Kabel hier ist ja elektrisch aufgeladen.
Aber das sieht ja fast so aus wie ein Seil, an dem wir hochklettern können. Das stimmt auch. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es nicht mehr elektrisch aufgeladen ist. Und das ist es jetzt. So, diesen Schalter darf man nicht benutzen, denn wenn man ihn benutzt, stirbt man. Und da wird man auch, außer dass man dieses Schild lesen muss und lesen kann, dass es passieren wird oder passieren könnte, wird man sonst nicht gewarnt. Und man kann sich hier quasi selber töten. Hier, das ist hier das, was ich euch über das Klettern erzählt habe. Ja. Nochmal, das ist mir viel zu viel Armor, den ich hier verliere. Ich nehme lieber... So, viel besser. So, hier mit der C-Taste können wir nämlich klettern. Und ja, auch fallen, wenn wir es nicht schaffen. Hier ist schon wieder meine ganze Geduld. Ist eigentlich keine schwere Stelle. Ich bin einfach nur gerade sehr ungeduldig, weil ich schon wieder Fehler mache. Und weil ich vorhin auch einen anderen Fehler gemacht habe, der mich ziemlich genervt hat. Ich habe nämlich ein ganzes Stück gespielt und nicht gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Hoffentlich passiert mir das jetzt nicht mehr. Oh ja, das sind so ziemlich kleine böse Feinde aus Half-Life Opposing Force. Auch diese Pumpen hier darf man nicht anschalten. Und jetzt habe ich 110 HP. Warning. Malfunction detected. Is not safe. Das finde ich auch ganz cool an diesem Mod, dass man nach einer gewissen Zeit mehr Maximum Health hat. So, wieder so ein Raum, der nicht so ganz klar eindeutig ist, was man hier machen muss als erstes. Diese Schalter hier sollte man nicht drücken, weil sie machen nicht viel. Als erstes muss man dieses Drehkreuz hier betätigen und den Wasserlevel hier steigern. Und danach dann die Schalter betätigen. Und dann kommen meine Lieblings-Half-Life-Feinde
in Anführungszeichen. Und sie spawnen immer und immer und immer wieder. Man muss überhaupt nicht darauf warten, dass irgendwann keine mehr kommen. Sie kommen immer wieder. Jetzt müssen wir die Pumpen betätigen. Was habe ich schon wieder gemacht? Warum? Zu früh oder was? Okay, wir suchen es nochmal. Erst den Coolant Tank komplett auffüllen. Also, aufmachen oder... Was steht hier? Danger Keep irgendwas. So, und jetzt ist dieses komische rote Zeichen hier an. Jetzt kann ich es anmachen, ne? Bitte, bitte, bitte. Okay, es hat funktioniert. Endlich geht's weiter. The Way to Truth. Was für ein Name. Zum Glück brauchen wir diesen Wissenschaftler nicht. Wir brauchen nur ihn. Ja, ja, ich brauch dich. Komm mit. Du musst mir hier reinhelfen. So, noch ein Security Pass. Für Viecher. Die sehen ja aus wie Facehugger aus Alien. Und
Sie haben ihn auch prompt getötet. Okay, also anscheinend ist er nicht mehr wichtig, der Typ. Deswegen darf er sterben. Ja, danke. So. Jetzt können wir das machen, was wir normalerweise in Opposing Force immer tun, nämlich irgendwelche Türen aufschweißen lassen. Kommst du mit? Komm schon. Kommst du mit? Ah, Mann, komm schon. Ja, du darfst die Area ruhig guarden, aber da ich dich nicht verlieren darf und ich verliere, wenn du stirbst, nehme ich dich mit und du bleibst bitte hier. Komm schon, komm um die Ecke, ja? Bitte, bitte, bitte. Oh nein, er hängt, verdammt. Ach, oh ja, oh. Dass du da nochmal durchkommst. Komm mit! Nicht in der scheiß Tür stehen bleiben! Warum kommst du hier nicht durch? Er schafft's halt einfach nicht durch die beknackte Tür durch. Ich muss den hier mit reinnehmen, weil da draußen jetzt gleich Feinde gespawnt werden und er alleine einfach nicht wehrhaft genug ist. Na endlich. So, du bleibst hier. Speichern und los. Oh, vor denen sind wir zum Glück geschützt hier. Endlich fertig. Okay. Okay, hier ist normalerweise auch einer. Und jetzt können wir hier, komischerweise, durch diese Barriere durch, immer mal wieder, wenn die kurz, endlich ist er tot. Durch diese Tür können wir noch nicht durch, aber da müssen wir gleich durch. Jetzt geht's erstmal hier durch.
Ganz toller Raum. Leichte Ironie. Hier in diesem Raum gibt es einen... Erstens mal gibt es diese kleinen Typen hier unten. Die können wir alle ignorieren, die kommen da nicht raus. Aber wenn wir hier jetzt geradeaus durchgehen, wird ein weiterer Alarm ausgelöst, der dann hinterher die Grunts rauslässt. Und weil ich das nicht will, gehe ich hier außen rum. Ja. Und kann jetzt hier der Security Override abstellen. Der Alarm ist aus und ich kann mich wieder verpissen. Es geht nämlich hier nicht weiter. Es gibt da unten in diesem Käfig gibt es noch einen Lüftungsschacht, aber der führt nirgendwo hin. Wir müssen wieder backtracken. In diesen Raum rein. Und erstmal die Gauss-Gun aufnehmen. Hier den Sicherungskasten betätigen. So, und jetzt ist nämlich hier dieser Aufzug aktiviert. Man kann ihn benutzen. Jetzt muss ich ihn holen und gleich gibt es einen bösen Feind, nämlich einen Grunt, der da rauskommt. Und den werden wir gleich mit der Gauss-Gun begrüßen. Nacht. The Mystery. Okay, das war weniger gut. Habe ich ja gemerkt. Ja, wir nutzen lieber den Raketenwerfer. When all the fighting started, I hid myself here. I don't think any of them above have survived. Das ist ein cooler, richtig cooles Model für eine Sniper. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht gegen diese Laser kommen. So wie wir gerade eben das passiert ist, sind wir ja gleich tot. Gute Nacht, schlaf gut. Das ist hier auch richtig cool. Da muss man jetzt entweder... Ich weiß nicht, ob man es auslösen kann und dann nichts passiert. Das letzte Mal, als ich es probiert habe, bin ich durch diese Laser einfach durchgesprungen. Boom. Okay, wir sind wieder zurück. Die Tür ist auf. Hier geht's nicht durch. X-Ray Zulu, are you there?
Ja, durch müssen wir nicht. Da hinten ist nur eine Sackgasse. Wir klettern jetzt hier hoch. Und das ist die andere Seite von dieser Barriere, durch die wir nicht durchgekommen sind. Nicht durch. Dieser Raum hier ist vollkommen sinnlos. Also, zumindest nach meiner Beurteilung. Hier sind nur ein paar Fische drin, die uns nichts tun und denen wir nichts tun müssen. Und ansonsten passiert hier nichts. Hier ist ein Passwort-Screen, den wir nicht benutzen können, ohne einen Guard. Und der ist zufälligerweise hier. Komm, steh auf. Ah, ja, komm schon. Jo, danke. Jetzt kommen eine Menge Soldaten. Wieder einen erwischt. Ah. Mann. Na, zum Glück ist die Tür nochmal zugegangen. Meine Güte. Da hätte ich fast drauf gehen können dabei. Okay, da müssen wir nachher durch. Den können wir jetzt noch nicht benutzen, den Aufzug. Durch diese Türen kann man nicht durch. Und jetzt müssen wir hier gleich ein Ventil öffnen, das dafür sorgt, dass giftiges Gas hier reinströmt. Dann muss man schnell in den Elevator. Diesen Sound kenne ich aus Return to Castle Wolfenstein. Oh ja, das ist eine richtig böse Stelle. Wir nehmen die normale M16 und gleich Granate. So. Hier geht es nicht durch. Und jetzt kommt gleich eine ganz interessante Sequenz, seid gespannt. Wrong ways.
Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Traum sein soll oder ob wir das tatsächlich erleben. Das ist zum Beispiel richtig cool an dem Mod, dieser neue Feind. Richtig cooles Design. Und auch wie dieser Zombie den Menschen frisst. Hier passiert erstmal gar nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Wir müssen einfach nur abwarten. Und jetzt schnibbelt sie an meinem Gehirn rum. Warum auch immer. Ist das ein Traum oder ist das Realität? Soll ich jetzt ein Zombie sein, der irgendwie gerade mutiert wurde von einer Headcrab? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht real. Ich denke, das soll ein Traum sein. Weil wir wachen gleich davon auf. Oder wir wachen irgendwo auf. Irgendwas Böses. Das Böse in Person, so wie die Nachmittagsgerichtsshows. So. Und jetzt bin ich plötzlich in irgendeiner Höhle und spiele Lara Croft oder Indiana Jones. Und ich habe keine Waffen mehr und muss irgendwelche Rätsel lösen. Die ziemlich komisch sind auch. Also das ist hier eindeutig der Abschnitt des Spiels, den ich am wenigsten verstanden habe und den ich auch nicht unbedingt für nötig erachte. Also der passt einfach nicht. Ganz sorry, der passt einfach nicht. Was macht der hier? So, jetzt haben wir hier so eine blöde Falle. Und an dieser Stelle bin ich furchtbar lange verzweifelt, weil ich muss hier in der Ecke einen Schalter auslösen. Warum? Das steht nirgendwo. Ich weiß nicht, wie man das rauskriegen soll, dass man das muss. Ne? Jetzt öffnet sich da hinten dann diese Wand, geht weg und dann kriegt man da einen Schalter. Ich muss warten, bis die Wand komplett zurückgefahren ist. Und jetzt kann ich den Schalter benutzen und jetzt öffnet sich dieses Gitter. Von dem Schalter an dem Wasser. So. Und jetzt ist dieser Wasserfall plötzlich weg. Der uns übrigens einen Stromschlag verpasst, wenn wir versuchen, durch ihn durchzugehen. Ah. Okay, jetzt versuchen wir mal da hochzuspringen, ohne dass uns die Turret sieht. Oh, das ist schon mal erfolgreich gewesen. Und jetzt ist eine andere Tür offen, und zwar diese im Boden hier. Die war vorhin noch zu. Und hier sind jetzt die
Das sollen irgendwie Sauerstoffflaschen sein. Aber was bringen die mir jetzt? Jetzt brauche ich sie nämlich nicht mehr. Never deny your future. Wie philosophisch wird er denn noch? Okay, er verschwindet. Das ist jetzt gleich eine Stelle, die finde ich mit die beste in dem ganzen Mod, weil das etwas ist, was es in Half-Life nicht gibt und was es aber später in Spielen immer mal wieder auch gegeben hat. Ja, hier werde ich ziemlich gleich durchlaufen. Sind wir plötzlich in einer anderen Realität. Bam. Das finde ich richtig cool. So in einer Realität der Hölle. Diese Typen sind wesentlich weniger gefährlich als im Original von Half-Life Opposing Force, weil sie diese komische Waffe nicht haben, die sich bewegt, diese Alien-Waffe. Jetzt stirb halt! Okay. Jetzt haben wir zum ersten Mal diesen neuen Feind. Der allerdings nicht besonders wehrhaft ist, wenn wir eine gute Waffe haben. Gute Nacht. Critical Bypass. Was? Ich verstehe nicht, was du sagst. Oh, da war gerade ein Alien, ein Zombie. Und plötzlich ist er weg. Tunnel Access. Da unten sind jede Menge gefährliche Turrets. Die sind ziemlich böse. Okay, da geht's jetzt noch nicht weiter. Und das hat auch wehgetan. Okay, oh je. Laser Radiation. Avoid direct exposure to beam. Do not stare into beam. Never view through optical instruments. Class 5 Laser. 10 kV Maximum Output. Wenn ich mich... Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls müssen wir gleich diesen Laser zerstören. Speichern. Bam. Okay. Ah, hier ist noch die AK, die ich ganz vergessen habe aufzusammeln. Okay. Ja, hier geht's nicht weiter. Da sollte man nicht reingehen, das ist tödlich. Nein, es geht tatsächlich hier oben weiter. Nicht willst, dann renne ich halt weg. Ist nicht wichtig. Kommt mir eh nicht hinterher. Apokalypse. Ja, er wird anscheinend immer weiter philosophischer, der Mod. Containment door is down.
Auch da geht's nicht durch. So, diese Waffe hier habe ich noch nicht einmal benutzt. Könnten wir mal probieren, was die so kann. Ob die hier was anderes kann als in Half-Life. Okay, dieser Bot hier, der ist vollkommen harmlos, der macht mir nichts. Aber dafür sind hier gleich andere Bots. Und die machen wir fertig mit dem Scharfschützengewehr. Gute Nacht. Ja, der macht überhaupt nichts. Woran erinnert er dich an Robocop oder so? Ja, hier müssen wir gleich durch. Aber wenn wir da hingehen, dann kommt da gleich so eine kurze Sequenz, wo wir uns nicht bewegen können. Deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Und wir werden gleich mal wieder Freunde treffen. Mhm. Ich glaube, man muss so lange hier kämpfen, bis auch der letzte Soldat gestorben ist. Und dann kommen keine neuen Feinde. Und hier drin ist der Medic. Komm, lass mich durch. Der uns erstmal versucht abzuballern. Ja, ja, ich weiß schon. Nachdem du uns gerade erschießen wolltest. Don't worry, Soldier. I'll have you fixed up in no time. Okay. Ja, ja. Komm mit. Hier lang bitte. Boy, this is some first mission. Jetzt ist die Geschichte auch noch abgestürzt, zu guter Letzt. Aber ich bin wieder am selben Punkt und jetzt bringe ich meinen Ingenieur hier in Sicherheit, denn das, was wir jetzt hier zu tun haben, ist nicht ganz ungefährlich. Granate hier rein und weg. Jetzt werden wir hier gescannt, können uns nicht bewegen, deswegen dieses Hin und Her. Jetzt wird der Medic gekillt von irgendwelchen Aliens, die sich herbeamen. Da geht's nicht durch, weil Gift. Und jetzt ist das Gift weg. Area clear. Containment shield deactivated.
Na, egal. Ich mach mich vom Acker. Und jetzt kommen wir da durch. War das etwa eine Falle? Oh, da ist es tatsächlich eine Falle. Es geht hier nicht weiter. Bin ich derjenige, der hier um Luft ringt, oder? Keine Ahnung. The Choice. Und jetzt kommt sogar eine Voiceline aus Half-Life 2. Ja, wir speichern erstmal schnell, denn hier ist auch ein Point of No Return. Wenn wir links gehen, dann verlieren wir. Und wenn wir rechts gehen, dann gewinnen wir. Wir gehen erstmal, wir gewinnen erstmal kurz. Dann zeige ich euch später vielleicht noch, wie es ausgehen würde, wenn wir verlieren. So. Und jetzt sind wir da am Anfang, wo dieses Experiment gemacht wird. File received. Stop the running process at all costs. So kill him. Kill him fast. So. Und diesen Typen muss ich erschießen. Das ist alles. Your mission is over. You did it. Das ist alles. Ich muss einfach nur diesen Typen erschießen, der dieses Experiment startet. Was ich ein bisschen sehr streitbar finde, einen Wissenschaftler einfach nur umzubringen. Ja? Er ist ja nicht böse. Er hat das ja nicht beabsichtigt. Naja. Will ich nicht weiter kritisieren? Also, jetzt so im Nachhinein, nachdem ich den Mod ein bisschen besser gekannt habe, spielt er sich schon ganz gut, aber beim ersten Mal war das die Hölle, ja. Also, alles, was ich gut fand an dem Mod, konnte ich kaum genießen, weil es immer so viele Dinge gab, die einfach nicht gut waren, die ich nicht gut gefunden habe. Ja, egal. Mir hat Spaß gemacht, den Mod zu spielen. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem gleich noch, wenn die Credits rum sind, was passiert, wenn man den anderen Teleporter nimmt. Oh, jetzt gibt es sogar noch einen Epilog. Aha. Das war's. Ja, da geht er direkt zurück in die Konsole. Ja, also, dann nochmal laden. So, und jetzt nehmen wir den linken. Rise and shine, Mr. Rise and shine. So, und jetzt bin ich an einem ähnlichen Ort, aber nicht ganz genau dort. Jetzt kann ich versuchen, in den Ort reinzukommen. Jetzt hat das Experiment schon begonnen. So, da ist er. Mission failed. It seems it was the wrong way. Ja, und jetzt passiert quasi wieder das Gleiche von vorne. Habe ich vorhin auch gar nicht gesagt. Wahrscheinlich ist das irgendeine Art von Time Travel, die wir hier gemacht haben. Wie auch immer.
jetzt bin ich fertig mit dem Mod. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.